Pokémon Cards Bestselling Product, Leute. Ja, hier ist ein Artikel, der beschreibt, dass Pokémon sich so gut verkauft wie schon lange nicht mehr und auch auf eBay immer mehr am Start sein wird. Bedeutet, dass wir immer mehr eBay-Angebote bekommen werden. Dazu werde ich mal ein Video machen. Aber jetzt stellt sich die Frage, was soll man sich denn eher holen? Sollte man sich A, Sealed-Produkte holen oder B, soll man sich die Hits einzeln holen? Im heutigen Video schauen wir uns beide Szenarien an. Wir werden hier zwei Sets vergleichen und nach dem Video seid ihr schlauer und seht das vielleicht mit ein bisschen anderen Augen und denkt nochmal zweimal über die Sachen nach. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sash Live, eurem Pokémon-YouTube-Channel. Auf alle Fälle sollte man beachten, es gibt zum Beispiel Sealed Elite Trainer Boxen, die viel interessanter sind wie Sealed Elite Trainer Boxen aus anderen Sets. Und wir werden jetzt zum Beispiel hier für dieses Video Darkness Ablaze reinnehmen, also Flammende Finsternis und einmal Verborgenes Schicksal. Zuerst erkläre ich euch, wann es mehr Sinn macht, sich Sealed-Produkte zu holen. Sealed-Produkte generell solltet ihr euch holen, wenn ihr davon euch eine Wertsteigerung erhofft. Zum Beispiel bei einem Set wie Verborgenes Schicksal finde ich, eigene Meinung jetzt, ist ein No-Brainer. Das Set hat wirklich sehr viel zu bieten, hat wirklich sehr viele tolle Karten und auch unglaublich viele große Shiny-Hits. Und wenn wir uns mal die Karten hier anschauen, jetzt random eine Karte nach Tara, die ist mal ganz schnell wertvoller als die ETB. Und in einer ETB sind 10 Booster drin, was halt auch es sehr, sehr schwer macht, die Entscheidung zu fällen, okay, sollte ich mir jetzt vielleicht die Karte einzeln holen? Ich zahle jetzt 160 Euro für die Nachtara Shiny Karte oder ich hole mir jetzt eine ETB für etwas über 100 Euro, 110 Euro und Pulse vielleicht. Ich habe hier 10 Booster, ich habe eine wirklich tolle Promokarte und es ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Und da würde ich sagen, bei einem Set, was so viele teure Karten hat. Wir sind jetzt hier bei Card Market, Verborgenes Schicksal, ordnen, Preis absteigend. Heißt, die teuersten Produkte sind ganz oben und da sind so viele Karten dabei. 70 Euro, 50 Euro, 40 Euro. Dann auch hier das Glurak bei, das geht ganz schnell auf 400 Euro hoch. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier eine ETB habt, ihr habt zum Beispiel jetzt diese Hidden Fates ETB und die habt ihr seit 10 Jahren und nach 10 Jahren habt ihr sie noch immer, dann verkauft ihr sie weiter und ihr verkauft hier nicht nur die ETB, die wirklich gut aussieht, 10 Booster, eine tolle Promokarte, Sealed, ihr verkauft auch die Chance, dass die Leute eine Karte pullen, die vielleicht sogar wertvoller ist als die ETB. Sagen wir mal, die ist in 10 Jahren 1000 Euro wert und dann habt ihr hier Karten, die werden definitiv auch sehr, sehr, sehr wertvoll sein, weil Hidden Fates wirklich unglaublich starke Karten am Start hat. Und ihr verkauft dann somit eigentlich die Chance. Ihr verkauft nicht nur die ETB an sich oder einen 36er Display, kann man eigentlich gleich nehmen. Ihr verkauft eigentlich eine Chance. Natürlich ist bei einem 36er Display die Chance gegeben, dass ihr daraus eine Secret Rare Karte theoretisch pullen würdet. Gab es leider bei Hidden Fates nicht, aber ihr könnt es, finde ich, mit ETBs und 36er Displays eigentlich gleichstellen. Auch wenn ihr es hier nicht so heftig die Chance garantiert ist, ist das meiner Meinung nach das schönere Produkt und ETBs kommen in der Regel nicht wieder, was man nicht über 36er Displays sagen kann. Die kommen, wenn ein Reprint oder Restock kommt, kommen die immer wieder, aber eine ETB nicht. Daher würde ich eher Sealed Sachen bei sehr, sehr, sehr starken Sets holen. Vielleicht auch eher ETBs, wie gesagt, weil die auch nicht mehr wiederkommen. Und ihr habt hier wirklich sehr viele Karten, die bei ganz einfach, easy, bei über 20 Euro liegen. Das sind ja immer die Startpreise. Das sind ja meistens Karten aus anderen Ländern. Und ihr seht, die Glutexo-Karte springt auch ganz schnell auf die 40 Euro hoch. Und das ist schon sehr, sehr viel Geld, wenn man überlegt, 40 Euro bekommt ihr eigentlich das Tin, die Tin von Hidden Fates hier. Es sind aber nur 4 Booster drin, muss man sich halt überlegen, deswegen, und die werden auf alle Fälle wertvoller. Also Hidden Fates ist sowieso das meiner Meinung nach stärkste Modern Set, was es aktuell gibt. Daher würde ich mich eher für Sealed-Produkte entscheiden, wenn das halt wirklich sehr, sehr viele Money-Karten hat, weil es ist halt sehr, sehr schwer. Man kann es natürlich auch versuchen, die Karten selber zu pullen, aber bedenkt, geht immer damit rein, dass ihr sie nicht pullt. Dann habt ihr die Karten einzeln, aber generell würde ich jetzt eher so vorgehen, Sealed-Sachen bei Sets, die wirklich sehr, sehr viele teure Karten haben. Spricht natürlich nichts dagegen, dass ihr euch jetzt die Lura-Karte holt für 400 Euro. So ist nicht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher die 400 Euro in Sealed-Sachen reinsetzen. Sieht natürlich jeder anders. Würde mich auf alle Fälle sehr interessieren, wie ihr das so seht. Würdet ihr eher 400 Euro für das Lurak zahlen oder für 400 Euro, sagen wir mal ganz grob, auf abgerundet 4 Elite-Trainer-Boxen. Ja, Flammende Finsternis, eben habe ich das schon angesprochen. Das wäre ein Set, wo ich sagen würde, da finde ich, macht es mehr Sinn, sich die Karten einzeln zu holen. Da würde ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Karten einzeln holen und jetzt nicht unbedingt Sealed-Produkte.
Warum ist das so? Flamme der Finsternis hat leider sehr viele Karten, also es hat schöne Karten, so ist nicht, aber die meisten Karten, die ihr hier pullen könnt, haben fast gar keinen Wert. Das heißt, wenn ihr jetzt eine ETB habt, ein 36er Display, werden die nicht die besten Chancen am Start haben. Heißt, wenn ihr sie rippt, geht ihr davon aus, dass ihr eigentlich mit Minus da raus an der Sache geht. Ihr habt natürlich Spaß an der Sache, aber ihr werdet sehr wahrscheinlich nicht die Karte pullen, die jetzt eine hohe Wertsteigerung hat oder die wertvoll ist, wie zum Beispiel diese Lura-Karte. Die Karte ist eigentlich mit Abstand die wertvollste Karte, der Rest ist eigentlich relativ günstig. Hier seht ihr es auch nochmal Vergleich mit allen Produkten aus Flamme der Finsternis. Die Lura-Karte fängt bei 75 Euro an, das ist ein Bruchteil, was die Hidden Fates-Karten so am Start haben, in der Menge gesehen. Dann haben wir hier die Goldscheine, die fangen bei unter 30 Euro an und die Rainbow-Karten. Und für eine Rainbow-Karte ist das nicht viel Geld, Leute. Bedenkt immer, ihr müsst die Karte erstmal pullen. Das ist die Secret Rare Karte. Das ist zum Beispiel der eine garantierte Hit aus dem 36er Display. Wenn ihr hier seht, 190 Euro für das Display. Ihr zieht die Rainbow Karte, die kostet nur 30 Euro. Oder hier, gehen wir mal weiter runter, 40 Euro. Ist das schon sehr ärgerlich. Weswegen ich sagen würde, okay, dann hole ich mir lieber die Karte einzeln für 40 Euro, anstatt jetzt hier das Display, was einiges mehr kosten würde. Aber ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend. Wenn ein Set nicht viele wertvolle Karten hat, dann macht es eigentlich eher weniger Sinn, sich davon die große Sealed Collection ranzuziehen. Wir haben hier 190 Euro oder die ETB. Die ETB kann man machen. Ihr zahlt jetzt hier im günstigsten Fall 73 Euro. Ich habe sie damals für 35 Euro gekauft. Das war ein sehr guter Preis gewesen. Kann man machen, wäre mir aber es nicht wert. Ich würde dann lieber 80 Euro in die Hand nehmen. Das ist jetzt mal grob der Schnitt. Und für 80 Euro, schauen wir mal, was Glurak so bringt. Für 80 Euro bekommt ihr die Glurak-Karte in Near Mint. Also, ob sie wirklich Near Mint ist, wissen wir nicht. Aber, oder hier Booster Fresh. Und das ist eigentlich die wertvollste Karte, aber das ist kein Knick. Das ist die mit Abstand wertvollste Karte aus dem Set. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Wenn ein Set nicht viele wertvolle Karten hat, oder man muss es halt so sehen, es sind auch schöne Pokémon und so, aber es sind nicht die Pokémon, bei denen ich sagen würde, hey, die sind in 20 Jahren noch immer relevant, an denen wird sich wahrscheinlich kaum jemand erinnern. Vielleicht so Brutalanda oder Sherox eher. Aber Eternatus, Sandy Scorch oder Gortrum, Koalabär. Eher weniger. Vielleicht für die Sammlung oder weil die Goldscheine sind. Sind so ein bisschen relevanter. Aber hier zum Beispiel ein Set mit sehr vielen ikonischen Pokémon als Shiny. Kann man sich halt eher überlegen. Okay, ich hole mir die Sealbox. Da erwarte ich eine Wertsteigerung. Einzelkarten finde ich immer ganz nice für die eigene Sammlung. Natürlich kann man sich auch die ein oder andere ziehen, wie das Lurak. Die werden sowieso nochmal wertvoller. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, wie ich mich eher entscheiden würde. Würde mich auf alle Fälle sehr interessieren, wie ihr das so seht. Ob ihr euch eher jetzt hier Seal-Produkte holen würdet oder ob ihr euch eher jetzt die Karten hier einzeln holen würdet. Bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ich blind irgendwie alles sealed holt. Ihr seht ja auch hier, ist ein kräftiger Unterschied, ob ihr euch jetzt ein starkes oder schwaches Set holt. Flamme der Finsternis hat ein paar schöne Karten. Aber wenn wir das jetzt mit glänzendes Schicksal, verborgenes Schicksal hier vergleichen würden, kommt das da überhaupt nicht dran. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.